Wir beenden dieses Kapitel nun noch mit einem kleinen didaktischen Input zum Allgemeinbildungsauftrag des Mathematikunterrichts. Heinrich Winter ist einer der ersten deutschen Mathematikdidaktiker und hat sich sehr stark mit dieser Frage auseinandergesetzt. Er hat in diesem Zusammenhang drei wichtige Grunderfahrungen aufgestellt, die seiner Meinung nach jeder Schüler und jede Schülerin mitnehmen sollte. Ihm zufolge soll der Mathematikunterricht ermöglichen, Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen. Das heißt, die Schüler sollen die Erfahrung machen, dass Mathematik im Sinne einer mathematischen Brille uns eine neue Sicht auf den Alltag gibt. Weiter sollen sie mathematische Gegenstände und Sachverhalte repräsentiert in, er schreibt, Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln als geistige Schöpfung, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennenlernen und begreifen. Das heißt, sie sollen in der Lage sein, das, was Mathematik als besonders ausmacht, in besonderem Maße zu erleben. Und schließlich sollen sie in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten erlangen, die über die Mathematik auch hinausgehen können. Diese Grunderfahrungen werden Ihnen im Laufe des Studiums noch häufig begegnen. Und mir wäre wichtig, dass Sie diese stets im Hinterkopf haben, wenn Sie einen Mathematikunterricht planen. Polemisch gesprochen könnte man sie die drei Gebote des Mathematikunterrichts nennen. Der Symmetriebegriff eignet sich jetzt in besonderer Weise, um all diese drei Grunderfahrungen zu ermöglichen. Zum einen taucht Symmetrie in der Umwelt in ganz vielen Bereichen auf. Sie wird von uns dort als besonders ästhetisch empfunden. Die mathematische Sichtweise oder Brille ermöglicht uns dabei einen ganz besonderen Blick auf das Phänomen. Andererseits ist der Begriff auch in der Mathematik besonders wichtig und taucht dort an verschiedensten Stellen auf. So weist beispielsweise der Zahlenstrahl eine Punktsymmetrie am Nullpunkt auf, sowie auch eine Verschiebungssymmetrie. Jede zweite Zahl ist wieder gerade beispielsweise. Auch Funktionen können punkt- oder achsensymmetrische Eigenschaften haben. Damit werden wir uns im Modul Funktionen und funktionales Denken auch noch näher auseinandersetzen. Schließlich erweist sich das Symmetrisieren an vielen Stellen als hilfreiche Problemlösestrategie, die auch für Ihre Schülerinnen und Schüler im Unterricht von Relevanz sein wird. Eine Kostprobe dafür haben Sie schon im ersten Kapitel erlebt. Dort hat sich die Strategie als hilfreich erwiesen, als es darum ging, einem Quadrat ein Viereck minimalen Umfangs einzubeschreiben. Hier folgen jetzt noch zwei weitere Beispiele, wo Sie den Nutzen von Symmetrieeigenschaften als hilfreiche Lösungsstrategie erleben können. Sie dürfen sich die erste Aufgabe einmal selbst durchlesen und versuchen, diese selbstständig zu lösen. Die GeoGebra-Datei, die Sie direkt unterhalb des Videos auch wieder finden, kann Ihnen helfen, eine Hypothese aufzustellen. Sie sollten zu Beginn erst einmal erkannt haben, dass die richtige Lösung sicherlich zwischen den Lotfußpunkten von A und B zu suchen ist, da die Gesamtstrecke außerhalb dieser beiden Punkte sicherlich größer wäre, als wenn wir den Punkt innerhalb wählen. Ähnlich wie im Beispiel aus dem ersten Kapitel ist auch hier eine sinnvolle Strategie, eine der beiden Strecken durch eine gleich lange, aber anders gelegene Strecke zu ersetzen. Dazu spiegeln wir den Punkt B als Repräsentanten für den Ort Bellingen an der Gerade, die den Fluss darstellt, und erhalten einen neuen Punkt B'. Egal an welcher Stelle wir den Punkt T wählen, die Strecke BT und B'T werden aufgrund der Symmetrieeigenschaften immer gleich groß sein. Statt jetzt T so zu wählen, dass die Länge des Streckenzugs ATB minimal ist, kann ich also auch T so wählen, dass die Länge des Streckenzugs ATB' minimal ist. Die Fragestellung ist nun aber deutlich einfacher zu lösen. Das Problem reduziert sich nämlich schlicht auf die Frage nach der kürzesten Verbindung zwischen A und B', und das ist, wie wir wissen, die Gerade. Der gesuchte Punkt T ist also der Schnittpunkt der Geraden durch A und B' sowie der Geraden, die unseren Fluss repräsentiert.
In der gleich eingeblendeten Aufgabe finden Sie eine Erweiterung dieses Brückenproblems und können die hier erlernte Strategie als vertrauensbildende Maßnahme noch einmal leicht variiert nutzen.